Heute weiß ich, dass uns die Wiederholung beruhigte und dass sie unser merkwürdiges und gewiss nicht einfaches Leben ordnete. Jeder hatte seine Rolle und hielt sich genau daran. Das gab uns eine kurzfristige Sicherheit und band uns eng aneinander. So war die Welt der Kleinfamilie Katt damals auf eine beinahe unheimliche Weise geschlossen. Und jeder von uns wachte mit all seinen Sinnen darüber, dass sich daran nichts änderte. Die Familiensituation war dadurch so traumatisch, dass 4 Kinder meiner Mutter gestorben waren, bevor ich zur Welt kam. Und dieses unglaublich traumatische Erlebnis von 4 Kindern, die verloren gehen, färbte natürlich auch auf mich ab. In der Weise, dass die Mutter immer dachte, und zwar fest dachte, dass ich das auch nicht überleben würde, dass irgendetwas passieren würde, das auch mich noch aus dem Leben reißen würde. Der Vater hatte eigentlich diese Befürchtung die ganze Zeit nicht, jedenfalls habe ich das nie gespürt, aber die Mutter hatte es ganz unbedingt. Und deswegen gab es überhaupt keinen Weg nach draußen. Also alles, was außerhalb der Familie war, war per se gefährlich. Man musste also immer eng zusammenbleiben, immer schauen, ist nichts Bedrohliches da, kann nichts passieren. Und das hat eben diese psychische Familiensituation ganz stark geprägt. Einen kleinen Moment hielt sie sich an ihm fest. Und es sah so aus, als klammerten sich die beiden eng aneinander. Doch spätestens, wenn Vater zu sprechen begann, lösten sie sich wieder aus der kurzen Umklammerung und waren danach ein wenig verlegen, weil sie nicht wussten, wie es nun weitergehen sollte. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer nur in Bruchstücken davon erzählt und das sehr wenig, also auch privat sehr wenig. Also ich glaube, mich haben viele Menschen erlebt und sehr gute Freunde erlebt, die diese Geschichte bis heute nicht kannten, also bis zur Veröffentlichung des Romans gar nicht kannten. Erstens waren das sehr private Dinge, über die ich nicht dauernd sprechen wollte. Und zweitens war es so, dass dieses Sprechen über diese privaten Zusammenhänge, diese Vergangenheiten immer wieder sehr stark aufsteigen ließen in einem. Es war aber natürlich andererseits so, dass ich, je älter ich wurde, immer mehr verstanden habe, wie viel von meiner späteren Entwicklung mit diesen frühen Dingen zu tun hat. Also, dass ich da gar nie herausgekommen bin, in dem Sinne, dass ich mich davon hätte ganz frei machen können. Sondern dass vieles, was ich jetzt bin und was ich jetzt tue, mit diesen frühen Dingen zu tun hat, also bis in kleinste Details. Das hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht und auch Distanz zu diesem frühen Erleben und auch eine größere Gelassenheit gegenüber diesen eigentlich sehr starken emotionalen Prozessen. Meist stellte Vater dann einige kurze Fragen. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Was gibt es Neues? Und Mutter reagierte darauf wie immer stumm, indem sie ihm den kleinen Packen mit Zetteln zuschob, die sie während des Tages beschrieben hatte. Das mit dem Vorlesen ist wirklich eine seltsame Geschichte, weil ich, als ich meinen ersten Roman geschrieben hatte, ihn keinem anderen Menschen gezeigt hatte und durch einen mir heute auch noch nicht ganz erklärlichen Zufall dann das Glück hatte, meinen ersten Text, also den Anfang dieses ersten Romans, in Klagenfurt vorzulesen, bei den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerben 1978. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich irgendeinem Menschen einen Text von mir vorgelesen habe. Und ich war auch noch so naiv, es noch nie einmal zu proben. Also ich habe keinem Menschen vorher das vorgelesen. Ich bin da ganz völlig naiv in diese Lesung gegangen und nun saßen diese eigentlich doch bedeutenden Juroren um mich herum, von Reich Ranitzky über Adolf Musch und Peter Hertling, also rechts und links. Und ich begann dann von Seite 1 bis Seite 16 zu lesen. Und ich weiß noch genau, dass ich also anfing, in einem unglaublichen Tempo muss ich gelesen haben, weil sofort jemand schrie, langsamer. Dann ging ich ein bisschen zurück und dann schrie jemand lauter. Und dauernd krachten diese starken Invektiven auf mich ein und ich begriff von ersten Moment an, du sollst nicht lesen, du musst Musik machen, denn es waren ja eigentlich lauter Anweisungen, wie ich sie früher auch gehört hatte, wenn ich Klavier spielte. Ja, das waren typische Anweisungen, wie man sie
im Klavierunterricht hört, wenn jemand sagt, bitte etwas langsamer und bitte hier doch etwas lauter und bitte hier doch etwas schneller. Und nehmen Sie das doch mal ein bisschen zurück. Gehen Sie mal drin, diese Phrase, die überspringen Sie so, gehen Sie doch mal genauer. Und ich, nach dieser Lesung war mir plötzlich so richtig schlagartig klar, eigentlich musst du jetzt das Musikmachen übertragen auf das Lesen. Und so hatte ich ja eigentlich auch die Texte bisher immer gehört. Ich hatte sie eigentlich immer als musikalische Einheiten verstanden. Also ich habe immer beim Satz in der Phrase gedacht und nicht im Satz. Und dann habe ich begonnen, eben so zu lesen, wie ich die Sätze höre. Und dann wurde das Lesen, glaube ich, auch besser und entsprach völlig dem Ton, den ich immer erzeugen wollte, wenn ich Texte schrieb. Also dieser gewissen Melodie des Textes. Also darauf kam es mir immer sehr an, so eine Melodie, etwas Musikalisches zu erzeugen und nicht nur einfach Sätze, ja, ein Gestrüpp von Worten, sondern Klang.